Wir haben ein TV-Diagramm in dem Beispiel. Geht los bei 04446191. Die Bewegungen in Worten beschreiben und dann möglichst alles ausrechnen, was es so gibt, zu in Worten. Jemand bewegt sich erst mit V konstant, hier so hin. Genau, schönerer Stift. So ist besser. Also V konstant und zwar 4 Meter pro Sekunde. Dann geht es hier bergab, da wird die Geschwindigkeit weniger. Das nennt man eine Bremsbeschleunigung. Nicht auf 0, sondern auf die Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde. Also erst 4 Meter pro Sekunde, dann nach 4 Sekunden der Bremsvorgang und dann nur noch 1 Meter pro Sekunde. So, zum Rechnen, ich teile das in der erste Teil, der zweite Teil, der dritte Teil und der erste Teil V1 lese ich einfach ab. Da schön entscheiden. Kein Bruch, nix, 4 Meter pro Sekunde. Und A1 ist dann 0 Meter durch Sekunde Quadrat. Keine Beschleunigung. Spannender ist es mit V2. Aber das ändert sich. Das kann man jetzt keinen konkreten Wert ausrechnen. Wird von 4 nach 1, aber hier A2. A2 ist Delta V durch Delta T. Ist, hier ist das Dreieck. Da. So. Da habe ich 3 und da habe ich 2. Also, 3 Meter pro Sekunde durch 2 Sekunden minus, weil es bergab geht, ist minus 1,5 Meter durch Sekunde Quadrat. Und V3 wieder einfach ablesen. 1 Meter durch Sekunde Quadrat.